Tag, Kinders, da bin ich wieder, euer freundschaftlicher Löwe. Ich habe mir gedacht, ich rede heute mal über das Thema Freundschaft bzw. wahre Freundschaft und falsche Freunde. Ich will euch ja mal so ein bisschen zeigen, wie ihr rausbekommen könnt, ob ihr auch wirklich wahre Freunde habt und ob wirklich jeder, mit dem ihr was zu tun habt, direkt euer Freund ist oder nur ein Bekannter. Weil mir ist halt aufgefallen, dass die Jugendlichen heutzutage viel zu sehr jeden als ihren Freund sehen. Schon alleine durch dieses Facebook Freund hinzufügen. Man kann einen Freund nicht einfach so hinzufügen. Ein Freund ist einer, den du wertgeschätzt hast, den du kennst und der dich kennt und nicht einfach so mal eben hier, du bist jetzt mein Freund. Viele sehen es als normal, dass Leute, die sie aus der Schule kennen oder vom Sport oder von was weiß ich, ihn als ihren Freund anzusehen, aber das ist totaler Quatsch, du kannst nicht jeden Freund nennen. Normalerweise hat man im Leben immer nur ein bis zwei Freunde, wenn es hochkommt drei, aber der Rest sind doch echt nur Bekannte, Kumpels und so, aber ein Freund, ich finde, da steckt noch viel mehr hinter. Und da will ich heute mal ein bisschen mit euch drauf eingehen. Bevor wir anfangen, will ich euch nochmal informieren, dass ich auch einen Vlog-Kanal habe. Der heißt Lined Vlog. Lined Vlog, der ist jetzt mal hier eingeblendet. Könnt ihr auch direkt draufklicken und abonnieren. Und ja, dann würde ich mal sagen, starten wir das Video. Wahre Liebe merkst du meistens daran, dass es nicht geheuchelt ist. Es gibt ja immer Leute, die sind gerade dann cool zu dir, wenn es dir gut geht, beziehungsweise wenn du viel Geld hast, wenn du viel Erfolg hast, dann sind auf einmal 1000 Leute da und würden irgendwas mit dir zu tun haben, und Leute, die dich auch gar nicht cool fanden früher, sind auf einmal ganz cool bei dir. Also meistens ist es so, wenn Leute merken, dass du Erfolg hast, Geld hast und dass du vielleicht auch sogar spendabel bist, dann sind sie meistens bei dir, weil sie sich dann entweder in deiner Sonne baden wollen, das heißt so viel wie in deinem Erfolg baden wollen. Sie wollen einfach mit dir sein, weil sie wissen, dass es da größere Chancen gibt, was reißen zu können. Und genau das sind falsche Freunde. Gerade in dieser Zeit, wo man halt merkt, dass man gut ankommt und dann viele Leute zu einem kommt, zu der Zeit muss man wirklich aufpassen, dass man sich auch wirklich nur Leute raussucht, beziehungsweise eine Freundschaft mit Leuten anfängt, denen du auch zu 100% vertrauen kannst. Besser ist natürlich, wenn du vorher Freunde hattest, bevor du irgendwie erfolgreich warst oder jetzt nach deiner Kommunion 1 Milliarde Euro bekommen hast, die immer noch bei dir sind und nicht diese, die jetzt gesehen haben, oh, der hat zu seiner Kommunion 1000 Milliarden Cent bekommen. Lass mal Freund mit dem werden. Nee. Echte Freunde sind auch dann für dich da, wenn es dir scheiße geht. Wenn du ganz am Boden liegst, auch wenn du Kacke gebaut hast, bleibt ein Freund trotzdem bei dir, weil er weiß, dass Fehler verzeihbar sind und dass jeder Fehler macht. Wahre Freunde sind auch dann da, wenn du kein Geld hast. Wahre Freunde sind auch dann da, wenn du die Scheiße gebaut hast. Dann geht er mit dir zusammen den Weg durch die Scheiße und zusammen isst ihr einen ganzen Teller voll Scheiße. Nee, also ein wahrer Freund, der zeigt sich meistens in den... Man sagt ja oft so, ein wahrer Freund zeigt dich erst in den schwersten Zeiten. Und das ist auch die Wahrheit, weil einem wahren Freund, der dich wirklich schätzt und dem wirklich was an dir wichtig ist, der hilft dir, wenn es dir scheiße geht. Und der ist nicht nur da, wenn du gerade Milliardär bist, weißt du? Also ein wahrer Freund verzeiht dir auch Sachen, wo du genau weißt, dass sie Kacke, selber weißt, dass sie Kacke waren, aber er dich nicht verlieren will, weil er in dir was schätzt. Ein wahrer Freund sagt dir auch oft genug, wenn du Fehler machst, was du falsch machst, und sagt nicht, nein, nein, das ist schon okay, mach, was du willst. Wenn du zum Beispiel deinen Freund fragst, soll ich diese Ausbildung machen, du suchst eine Ausbildung und du fragst ihn, soll ich diese Ausbildung machen, dann sollte dir dieser Freund, beziehungsweise den hast, soll dir nicht sagen, ja, mach das, das ist gut für dich. Nein, er sollte sich wirklich dafür interessieren, was es für eine Ausbildung ist, wird es dir in der Zukunft helfen und wie lang ist dein Penis überhaupt? Nein, Spaß. Natürlich, ein wahrer Freund sagt dir dann auch, das ist, passt überhaupt nicht zu dir, das ist nicht gut für dich. Ein wahrer Freund gibt dir auch negative Sachen, um dich wiederum auf den richtigen Weg zu bringen, beziehungsweise den Weg, der für dich bestimmt ist. Ein wahrer Freund lügt dich nicht an und sagt dir, ja, das Kleid sieht toll aus, wenn das Kleid total scheiße an dir aussieht. Und ein wahrer Freund ist einfach ehrlich zu dir, in jedem Belang. Ob du ihn jetzt gerade fragst, ob es ihm gut geht und ihr sagt, dass es scheiße, ihm scheiße geht, er würde nicht wie zu jedem anderen sagen, ja, mir geht's gut, weil er genau weiß, mit dir kann er darüber reden. Ein wahrer Freund lügt eigentlich in fast keiner Situation, außer er muss dich schützen vor irgendwas oder so. Aber wenn du irgendwas anziehst und er sagt dir, das ist scheiße, dann kannst du davon ausgehen, dass er dir die Wahrheit sagt. Beziehungsweise kannst du davon ausgehen, dass er dir nicht sagt, dass es scheiße aussieht, weil er will, dass du was Hässlicheres anziehst. Nee, er will, dass du cool rumläufst. Außer natürlich, er ist kein richtiger Freund. Dann sagt er dir, das sieht gut aus, obwohl du aussiehst wie ein Haufen Scheiße. Scheiße. Ich finde, ein wahrer Freund sollte mit dir auch sein ganzes Leben teilen. Das heißt, dass du seine Familie kennen solltest, dass er deine Familie kennt und dass
man den Weg zusammen bestreitet, auch wenn man nicht immer irgendwie zusammen ist und wenn man nicht gerade irgendwie zusammen sein kann, weil ihr vielleicht in getrennten Ländern unterwegs seid oder er mehr arbeiten muss als du oder ihr verschiedene Arbeitszeiten habt oder verschiedene Schulzeiten. Ich finde, so einen wahren Freund, den man nur einmal oder vielleicht zweimal im Leben hat, der sollte auch mit einem irgendwie immer mit einem unterwegs sein, beziehungsweise sollte er auf Festen immer mit dir gehen oder ich finde, ein wahrer Freund sollte einfach immer parat stehen und immer so, dass ihr das Leben, was ihr zusammen geht, nicht alleine für jeder für sich bestreiten müsst, sondern zusammen gegen die Mächte des Bösen fightet, jede Schlacht, die es zu schlachten gibt, jeden Kampf, den es zu kämpfen gibt, zusammenkämpft und alle Up and Downs des Lebens sollte man einfach zusammen gehen. Es ist einfach so. Damit man sich auch wieder gegenseitig fangen kann. Wenn er jetzt in einem Up ist und du in einem Down, reichst du deine mega lange Hand wie Monkey D. Ruffy runter mit gummimäßig, packst dir deinen Freund schlimmsten hoch und dann ist er wieder bei dir auf dem Up. Und vielleicht geht ihr dann mal zusammen zum Down, aber dann könnt ihr euch beide zusammen aus dem Down wieder mit den Fäusten rauskatapultieren. Alter, was ich laber. Ein wahrer Freund ist auch noch dann für dich da, wenn er eine Freundin hat oder einen Freund. Sagen wir mal, deine Freundin hat jetzt irgendwie einen Typen kennengelernt, findet den toll und der Typ sagt auf einmal, ich kann deine Freundin nicht leiden. Wenn es eine wahre Freundin ist, dann wird sie sagen, fick dich, ich kenne die schon viel länger, die ist mir super wichtig und super toll und nee. Wenn du meine Freunde nicht akzeptieren kannst, dann kann ich dich als Freund nicht akzeptieren, beziehungsweise musst du damit leben, dass meine Freundin auch zu meinem Leben gehört. Es gibt ja oft Mädels oder Jungs, die dann irgendwie mit einem Typ oder mit einem Mädel zusammenkommen und dann auf einmal sagen, weil der Freund euch nicht leiden kann, sagen, ja, ich kann jetzt leider keinen Kontakt mehr zu dir haben, mein Freund mag dich nicht. Das ist das allerletzte und ich weiß nicht, schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr sowas kennt in eurem Freundeskreis, ob ihr so eine Freundin oder so einen Freund habt, der euch hat sitzen lassen, nur weil er jetzt einen Freund hat oder weil sie jetzt einen Freund hat oder er jetzt eine Freundin. Schreibt mir einfach mal in die Kommentare, ob ihr das kennt, wo ihr dachtet, von diesen Menschen war ich sowas von enttäuscht, dass die mich für den Typen da hat stehen lassen. Schreibt es mir einfach mal in die Kommentare. Ganz schlimm finde ich auch, dass wenn jetzt zum Beispiel einer deiner Freunde kommt jetzt irgendwie in der Clique auf einmal gut an oder hängt jetzt auf einmal mit den Coolen in der Schule ab und mit den Coolen in der Klasse und lässt dich dafür links liegen. Das ist für mich auch ein überhaupt abgefucktester Move, den es überhaupt gibt. Wenn auf einmal dein Freund von den Coolen, von den angeblich Coolen in der Klasse gemocht wird, die dich eigentlich mobben und dein Freund bzw. deine Freundin dich dann wegen diesem Spasti stehen lässt, dann weißt du ganz genau, auf diesen Menschen kannst du pfeifen. Klar freust du dich vielleicht auch sogar ein bisschen für sie, dass sie jetzt mit den Coolen abhängen darf, aber dich dafür in den Stich zu lassen ist scheiße, wenn sie dann auch auf einmal mitmacht und mit denen zusammen dich fertig macht, obwohl ihr doch vorher Freunde waren und alles geteilt habt. Sowas geht gar nicht, also da muss man echt aufpassen. Wenn du sowas merkst, dann kannst du dir schon denken, wenn dieser Mensch sich nicht ändert für mich, dann ist auf dich geschissen. Wenn sich jemand gegen dich stellt, nur um bei den anderen cool zu sein, dann ist es auf jeden Fall kein Freund. Wenn er dann auch noch später zu dir kommt und sagt, ja, du weißt doch, warum ich so bin, sonst mögen die mich nicht mehr. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, könnt ihr mir auch mal in die Kommentare schreiben, dass auf einmal eine Freundin von euch mit anderen Leuten abhängt, obwohl sie die Leute früher gehasst hat und von den Leuten noch fertig gemacht wurde und euch jetzt fertig macht, nur um bei den Leuten cool zu stehen, die sie eigentlich hassen. Ich kann's nicht ab. Ein wahrer Freund bleibt dann auch noch bei dir, auch wenn die coole Clique, angeblich coole Clique, auf einmal was mit ihr zu tun haben will. Und sagt ihr, nee, ihr habt mich vorher schon nicht akzeptiert, jetzt braucht ihr mich auch nicht akzeptieren, ich bleib hier bei meiner Chantal. Chantal. So, das waren eigentlich so die Hauptdinge, wo ich denke, dass es eine wahre Freundschaft ausmacht. Das ist einfach so, ein Freund muss in jeder Lebenslage bei dir sein, ob es dir scheiße, ob es dir gut geht. Ein Freund sollte dich niemals für irgendwelche anderen verraten oder verlassen. Und ein Freund sollte dich nicht verlassen, nur weil dem sein Freund sagt, ja, fick dich, ich will nicht, dass du mit deiner Freundin abhängst, ich kann die nicht leiden. Also das sind so die Punkte, wo ich meine, das ist wichtig so, dass man sich halt auch alles anvertrauen kann. Dass man auch sehr wichtig, das habe ich vergessen, sorry, man sollte seinem besten Freund wirklich alles anvertrauen können. Das heißt auch, dass man genau weiß, wenn ich ihm jetzt ein Geheimnis erzähle, das bleibt auch bei ihm. So, und jetzt kommen wir mal zu euch. Ich würde gerne mal von euch wissen, was macht für euch wahre Freundschaft aus? Schreibt mir mal in die Kommentare genau das, was du sagst, Leint, wenn ihr genau das genau seht. Oder schreibt mir einfach irgendwas in die Kommentare, was ihr meint, was wahre Freundschaft ausmacht. Schreibt es einfach in die Kommentare. Jetzt würde ich gerne noch von euch wissen, ob ihr Bock hättet, dass ich mal ein Video über wahre Liebe mache. Da müsst ihr mir einfach nur einen Daumen nach oben da lassen, dann weiß ich, dass die Resonanz so groß ist, dass ich mal so ein Video machen soll.
Ich könnte es dann ja auch mal wieder endlich zu einem Line About Love Video machen. Ein Video zu wahre Liebe. Habt ihr Bock? Daumen hoch. Links von mir seht ihr jetzt ein Lied von mir, das über die Freundschaft geht. Das heißt, ein wahrer Freund. Das war eigentlich ein Lied, das so ein bisschen an Kai gerichtet war. Hört einfach mal rein, ist ein saugeiles Lied. Ist zwar schon was älter, aber das Lied ist richtig geil. Ein wahrer Freund. Klickt einfach hier links von mir. Und rechts von mir seht ihr das Disney-Video mit der Dagi. Da könnt ihr bis zum 31.12. noch über 10 DVDs gewinnen über Disney. Macht einfach mal mit, klickt hier rein. Schaut euch erst ein wahrer Freund an und danach schaut ihr euch das Disney-Video an. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit meinem Video. Bleibt alle cool, wahre Freundschaft for life und ich liebe euch alle.